immer mehr auch GPS zum Ausdruck zu bringen. Soft Health ist der Versuch, spezifisch in unserem Kulturraum diese Schizophrenie zwischen ich sollte gesund essen, aber das darf ja auch nicht schmecken, da rauszukommen. In Italien, in Frankreich kann nichts gesund sein, wenn es nicht schmeckt. Also ich würde sagen, bitte hier von grün nach rechts. Probieren Sie es mal durch und dann da ist nicht alles Fleisch. Ja, spannend ist, ob es überhaupt schmeckt. Ja? Dann gibt es sozusagen hier diese beiden Varianten. Ja, das ist eine Basis brauchen. Die sind so lang, ich wollte sie Ihnen nicht in der ganzen Länge mit den Füßchen, falls Sie der Anfänger sind. Früher wurden wir alle mal gegessen, in Europa ist halt schon ein bisschen her, dass die Larven von Bienen als Delikatesse im alten Griechenland inszeniert und zelebriert wurden. Das Wissen ist verloren gegangen. Ab und zu gibt es noch Schnecken. Aber eigentlich sind wir in Europa und Amerika die einzigen Esskulturen, die sich diesem Thema nicht widmen. Alle anderen Kulturen haben durchaus eine Tradition, die im Moment auch von der Forschung und von der WHO enorm gefördert werden. Es gibt auch hier viele Köche und viele Forschungsstellen, die sich versuchen, intensiver mit den Insekten auseinanderzusetzen, die wirklich ganz spannende